Willkommen zu meinem zweiten Video zum Level 85 Feuermage. Im letzten Video habe ich ja schon meine Rotation gezeigt und in diesem Video möchte ich dann kurz auf meine Skillung eingehen, weil ich da auch nachgefragt hatte, ob ich da mal was zeigen kann. Bevor wir uns aber hier den Talentbaum widmen, möchte ich mal ganz kurz auf meine Glyphen eingehen. Das machen wir aber ziemlich schnell. Bei den geringen Glyphen habe ich mich für die Arkane Brillanz entschieden, verringert die Mana-Kosten um 50%, Herbeizauberung ist auch 50% billiger, was das Mana angeht. Und langsamer Fall, da brauchen wir keine Reagenzien dafür. Bei den erheblichen Glyphen, da gibt es einige, die man sich reintun kann. Ich habe mich am Ende fürs Blinzeln entschieden. Bringt mich 5 Meter weiter. Das Drachenodem, da ist die Abklingzeit 3 Sekunden kürzer. Und Hervorrufung bringt zu dem Mana auch noch zusätzlich 40% mehr Gesundheit zurück. Bei den primären Glyphen habe ich einen Feuerball genommen, erhöht die kritische Trefferchance eures Zaubers, Feuerball um 5%, die glühende Rüstung. Er gewährt zusätzlich 2% kritische Zaubertrefferchance und der Pyroschlag erhöht die kritische Trefferchance dieses Zaubers auch nochmal um 5%. Ja. Ich zeige das nochmal, primäre Glyphen, erhebliche Glyphen, also Blinzeln, Drachen, Odem, Hervorrufung und geringe Glyphen. Arkane Brillanz, Herbeizauberung und langsamer Fall. So, kommen wir zu den Talentpunkten. Ja, Feuermage. 35 Punkte könnt ihr da reinmachen. Was ich nicht gemacht habe, ist heiße Sohlen, glühende Schilde und das Versengen. Früher hat man Versengen auch durchgeskillt, weil man das noch 5-mal stacken musste. Jetzt benutzt man den Zauber nur noch, wie ich es im letzten Video gezeigt habe, wenn man sich mal im Fight bewegen muss. Weil Versengen jetzt auch castbar ist in der Bewegung. Ja, also haut ihr hier die 35 Punkte da rein. Ich werde jetzt nicht auf alles einzeln eingehen. Wie gesagt, guckt euch das an. Und ja, die restlichen Punkte, das ist vielleicht noch ganz interessant, die übrig geblieben ist, habe ich einmal hier in den Frostbaum gesteckt. In stechendes Eis erhöht die kritische Trefferchance eurer Zauber um 3%. Also nicht nur Frostzauber, sondern allgemein. Und die letzten drei Punkte dann in den Arkanenbaum in Präsenz des Netherwinds erhöht euer Zaubertempo um 3%. Ja, so sieht das Ganze bei mir aus. Solltet ihr noch Fragen haben oder Anregungen, Tipps, wie man es anders machen kann, dann immer rein damit in die Kommentare oder auf meinem Twitch-Kanal vorbeikommen. Dann können wir da auch sehr gerne drüber diskutieren. Ja, www.twitch.tv/loopbyton80. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Wie gesagt, wenn ihr da sonst noch Fragen zu habt, ich will jetzt nicht einfach alles stupide runterlesen. Dann kommt gerne vorbei, können wir drüber quatschen, schreibt in die Kommentare. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Nachbasteln und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Adios.